Also nicht unser Christian. Aber der wollte auch gerne mal springen. Christian hat 2000 Sprünge. Danach ist JJ im Anflug, gelb-roter Schirm mit 1200 Sprüngen. So, als Viertes wird Walpi runterkommen. Gelb mit rotem Adler. Oh, 989 Sprünge. Das ist dann also der 990. Und wissen auch genau, wo sie Ausweichplätze haben. Vier sind raus. Fünf. Jetzt sechs. Zwei fehlen noch. Sieben. Und acht. Alle sind raus. Und die haben gesagt, das ist für die auch mal ein Highlight. Und normalerweise dürfen sie natürlich nicht über einer Stadt abspringen. Und so ein kleiner Platz wie hier, das ist also auch echt schon anspruchsvoll, hier tatsächlich zu landen. Und deswegen haben die auch total Bock drauf und sagen, das ist nochmal ein richtiger zusätzlicher Thrill zu dem, was sie normalerweise springen. Das Flugzeug mit den Fallschirmspringern ist in der Luft. Es ist aber noch nicht sicher, ob sie wirklich springen können, weil sie brauchen eine Mindestsprunghöhe von 1000 Metern. Das muss unterhalb der Wolkendecke sein. Das heißt, die Maschine ist jetzt in der Luft, die kommt jetzt nach Emshorn rüber. Sie werden dann hier die Wolkendecke checken. Wenn die Wolken tatsächlich niedriger als 3000 Fuß hängen, dann werden sie nicht springen. Wenn es irgendwie möglich ist, dann werden sie springen. Und ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ich denke, ihr auch. Not properly adjusted here, it's way too small people. So there's fire troopers. They jump here. Oh, okay. The ceiling is not too low, the clouds are not too low. Genau, wo sie Ausweichplätze haben. Lauf durch die Mitte.